Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu den nächsten Folgen. Die ersten drei Folgen bearbeiten gerade. Jetzt kommen die nächsten drei in der Aufnahme. Leben brauche ich. Ich muss unbedingt mal mein Lebensskillen. Ah, ich spare mir das mal lieber. Wir haben immer noch kein Rüstungs. Wir brauchen Rüstungspunkte. Das ist ja geil gemacht. Ich habe deinen Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Okay. Was brauche ich denn eigentlich? Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Ich musste übrigens den Sound in der Aufnahme um die Hälfte runter reduzieren, also von 100% auf 50%, weil es einfach zu laut ist. Ich hoffe, das ist so okay für euch, ja. Da hoch. Da müssen wir hin. Schnauze, würde ich mal sagen. Ah, ich hab vorbeigesprungen, auch dann. Na. Nicht so ganz sicher. Alter, die erinnern mich an die an Montagne und so bei Rainbow Six. So nervig. Achso. Dum 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 dum. Au! Ich habe einen neuen Job als Kieferschurk. Was geht mit dir? Was ging denn mit ihm?
Oh. Oh, habt ihr den Headshot gesehen? Ich bin tot. Alter Schwede. Also diese Scheißschildfutzen kotzt mich jetzt schon an. Um den Satz mal zu Ende zu bringen. Also das wird echt heftig werden mit denen. Ich hasse es schon bei Rainbow Six. Braucht C4. Achso, X, ich habe gerade eine E-Mail gelesen. So, was war das hier eigentlich? Ah, das war nur Munition, aber das habe ich eben nicht gesehen. Hier fehlen Geheimnisse, 3 Stück. Das ist doch nervig. Ich brauche noch Leben, ja. Dann komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. So, wir waren hier los. Da war der Schildschirm. War aber noch ein zweiter Schildtyp. Wenn ich mich richtig erinnere, kam da noch ein zweiter Schildtyp angerannt. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Ah, hier haben wir endlich einen. Okay. Was haben wir hier? Was? Heißt das, wir haben jetzt wieder mehr. Das heißt, wir haben jetzt mehr Leben, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe aber immer noch keine Nix entdeckt. Also das nervt mich so ein bisschen. Sieht nicht so aus, als ob wir mehr Leben hätten. Oh, Vorsicht, nass. Müsste man eigentlich hier hinstellen, durch das ganze Blut. Müssen wir rein. Da kommen wir nicht rein. Nicht rein.
Das ist... Ui. Das ist doch schick hier. Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen. Dir auf deinem Weg helfen. Wenn du den Energiestoß überstehst. Ich weiß nicht, ob ich Drogen gut finde. Was jetzt? Achtung! Zu viel Energie, Leitenergie in... Ah, okay, erhöht Dauer auf dem Maximum. Jetzt haben wir mehr Leben. Du hast eben reine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ja, war lecker. Danke dir. Ich entsperre die restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich. Und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Ja, gerne. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Okay. Und fertig? Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Aber wäre das denn nicht genau das Richtige? Kernschmelze? So, ich bin da. Okay, das sind Elitewachen. Verstehe irgendwie noch nicht so ganz. Achso, jetzt. Da ist eine Elitewache. Also die Sachen, die ich schon aufgedeckt habe, oder? Ich habe nichts entdeckt. Das nervt mich so ein bisschen, muss ich sagen. Jetzt kommen wir schon ins nächste Level. Also, ich muss, Entschuldigung. Ich hab hier gerade noch was gelesen.
verstehe hier gerade was nicht. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Okay. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Kannst du dir Waffenpunkte deine... Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Ach, das ist das aus der Demo. Oh, hallo. Mikroraketen. Mikroraketen sind immer gut. Kann damit spielen. Ach, das ist das aus der Demo. Kann ich da rüberspringen? Nein, natürlich nicht. Oh, hallo. War vielleicht doch nicht so verkehrt. Das haben die aber geändert zur Demo, oder? Ne, da ist er. Oh. Schon ein bisschen ekelhaft. What? Wo kommst du denn auf einmal her? Bitch. Der Arm da runterschlittert, das ist so geil. Gasleck versiegelt. Supi. Drei Besessene, ein... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, was wir natürlich hier für Aufgaben haben. Tröte. Bordstein, führe drei, Tod von oben, Glory Kills bei Besessenen, Soldat von oben angreifen. Finde zwei Sammlerstücke. Okay. Nicht hinterher, scheiße. Alter! Das ist ja geil. Ah, das ist nicht so geil. Geile Musik immer dazu.
Ah, verdammt, das war ein Schuss zu viel. Oh. Drücke mal die falschen Tasten. Explodiert aber gerade alles. Da kann man ja nicht lang. Hands up. What the fuck? Oh, ein großer. Wieso bin ich tot? Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich wieder wenig Gesundheit habe. Ich glaube, der Große hat mir gerade ganz gut abgezogen. Eieiei.